schönen dritten Adventssonntag zusammen und herzlich willkommen zu meiner 64. Ausgabe von Was war los auf meiner Farm in Famorama und sonstiges irgendwie so auf den letzten Drücker. Ja, früher habe ich es leider auch nicht geschafft, dieses Video zu drehen, aber besser spät als nie. Und okay, dann starten wir gleich mal. Lassen wir uns nicht zu viel Zeit jetzt hier auch noch jemand verplempern. Okay, was ist denn bei mir aktuell los? Und zwar nicht viel, muss ich sagen. Es hat sich die Woche nicht viel getan. Bis auf das jetzt hier gerade eine Nachricht angetrodelt ist. Okay, auch nicht schlecht. Lese ich dann später gleich. Tool-TG sind ein bisschen gleich geblieben. 1 Million Moos bin ich rund weniger. Das hat allerdings mit dem ganzen Adventskalender für FarmaramaBook.de für die Preise und FarmaraCheats.de eben zu tun. Also ihr seht schon, ihr macht mich arm. Ne, Spaß ist ja nicht schlimm. Ich mache auch gerne Leute glücklich. Von daher no problemo. Sternchen sind, glaube ich, auch komplett gleich geblieben, kann sein. Level tut sich leider auch nicht viel weiterhin. Level 86 auf Bahamarama. Immer auch noch das gleiche Level, das dauert ja auch seine Zeit, so auf der Farm, schätze ich mal, brauche ich noch ein paar Monate. Dieses Jahr nicht mehr, kann ich sagen, hat das passt schön zusammen. Und jetzt will sie irgendwie nicht ganz, okay. So, jetzt aber hier noch kurz auf die Insel mal gucken. Da stehen, ich habe auch da auf der Insel und auf der Farm noch die ganzen Zuchtställe stehen. Ich habe auch ein bisschen gezüchtet, nicht übermäßig gezüchtet dieses Mal, aber ein bisschen. Da habe ich auch ein Video dazu gedreht. Könnt ihr auch reingucken, wenn ihr denn wollt. Videobeschreibung verlinkt, wie gewohnt. Mensch, wieso lädt denn das heute bei mir so ewig? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, das liegt nicht an meinem Internet oder sonst irgendwas. Sonst geht es eigentlich recht flott. Mensch, 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 okay, dann labe ich euch in das mit anderen Zeug zu. So, jetzt kommt's langsam. Hier Level 129, nichts getan. Gut, sonst irgendetwas Besonderes? Nein, muss ich nur sagen, muss ich leider zugeben. Also bei der Quest, ich will die Schatzinsel endlich weiter vorstoßen. Komme ich aber einfach nicht weiter vor. Ich kam noch nicht dazu, da irgendwas zu tun. Nicht mal was zu kaufen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Sonst der Zug ist, glaube ich, jetzt auch wieder da. Da kann ich auch wieder was reinschmeißen. Ich mag's meistens so. Ich habe mir ein paar jetzt hier von denen hier geholt, mal ab und an hier 500er. Aber sonst, ich habe noch keinen aufgestellt, muss ich sagen. Ich mache es meistens so, dass ich hier mal 5 Zuckerahorn reinschmeiße und dann noch einen, der 50 gegen wird hat, machen wir jetzt einfach mal hier die Dattel XL. Ich habe schon, weiß nicht, wie viele XL jetzt hier von den Datteln und alles reingeworfen. Und da hole ich mir eine kleinste. Ich meine, da geht kein Sonderbaum oder sonst eben drauf. Von daher hole ich mir mal die. Intersetzling Express geht noch. Zack, 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 43 Stunden aktuell, noch ein bisschen, nicht ganz 2 Tage. Ich habe, wie gesagt, noch keinen Baum aufgestellt. Ernte ich mit euch dann auch gemeinsam mal kurz gucken, was sind denn hier 4 von Keimling. Ah, ich habe auch nicht wirklich so viel unbedingt jetzt hier geholt. Anspann war nicht so groß, ist ja kein neuer Baum oder so dabei. 4 Sprössling B, 1 Sprössling C und hier ist hier noch irgendwas und ist nichts mehr dabei. Okay, gut, so viel dazu. Wie sieht es denn bei euch da aus? Sonst Adventskalender, habe ich das heutige Türchen überhaupt schon geöffnet? Ich weiß es gar nicht. Schauen wir mal rein. Ab der 15 habe ich noch gar nicht aufgemacht. Okay, auch 18 Stunden Erntehelfer. Sie an. Nicht schlecht, das hilft mir auch gar. Kann ich nach dem Video gleich mal die Zuchtstelle mit den Erntehelfer. Aber die sind nicht Baumeister inklusive wahrscheinlich, aber ich schätze schon. Ich hoffe, das Baumeister müsste ja auch drin sein. Hier dann die ganzen Felder wieder aufstellen und dann ist alles wieder normal. Gut, hier die ganzen Items habe ich auch noch stehen. Boah, ist einiges zu tun. Das lädt hier wirklich verdächtig lange heute. Okay, gut. Ja, das werde ich dann nach dem Video machen. Dann beginnen wir mit den News. Was war denn alles in Famorama los in einer Woche dieses Mal? Und zwar. Jetzt habe ich schnell die Nachricht gelesen. Ne, also beginnen wir gleich hier mit dieser Zauber hier. Ihr seht die Tauben. Na, die ist noch nicht in Famorama selber als Tier eingeflogen, aber bereits in der Mühle. Hier kann man das Taubenfutter produzieren. Das finden wir hier. Taubenfutter, da benötigt ihr 3 von den Bohnen, müssten das sein, und 2 Walnüsse für das Taubenfutter kann man eben auch schon herstellen. Bei mir läuft jetzt gar nichts in der Mühle, muss ich gleich wieder ein bisschen was produzieren. Ich produziere eigentlich sonst immer Superfutter, sonst eben kein Futter. Taube kommt dann ja ins Spiel mit den Stahlmesser dann, entweder nächstes oder übernächstes Wochenende. Tendenziell würde ich sagen, vielleicht eher übernächstes Wochenende, Weihnachten vielleicht nicht so unbedingt Stahlmeister, mal gucken. Futtermittel allerdings, die Taubenfutter, glaube ich nicht, dass das auch schon auf dem Markt handelbar ist. Ne, ist noch nicht oben, aber man kann es eben schon in der Mühle ein bisschen vorproduzieren, das Taubenfutter. Dann wird es nächste Woche, also in den nächsten Tagen, dann auch endlich soweit sein. Und zwar in Famorama wird die Winterfarm eingespielt. Ja, wird auch langsam Zeit, aber zu Recht kann man nur sagen, konnte man jetzt hier lang drauf warten, weil es ist ja auch eine schöne Überraschung dabei. Und zwar, sonst ist es immer so, dass nur der Hauptacker
Winterstyle ist und eben die Stadt, aber dieses Mal ebenfalls auch die Waldlichtung plus die Landkarte sogar. Hat mich auch überrascht. Und auch dazu noch die wilde Wiese. Also das Warten lohnt sich sozusagen, finde ich richtig, richtig gut. Freue mich schon darauf. Neu ist auch, dass man dann dieses Jahr das die Winterdesign hier vom Schnee an- und ausstellen kann. Selbst wenn man will. Also da dürfte sich dann keiner mehr beschweren. Ich finde es ziemlich gut. Ich hasse Winter, was weiß ich, ich hasse Schnee. Kann beliebig dann ausgestellt werden. Allerdings glaube ich eins noch, dass es bei der pinken Farm Design ist es dann eben allerdings so, dass das pinke Farmdesign den Schnee sozusagen überdeckt. Das bedeutet, hat man das pinke Farmdesign da, sieht man den Schnee wohl nicht oder nur irgendwie nicht wirklich. Von daher müsste das ausgeschaltet werden für alle pinke Farmfreunde, wie auch immer, okay. Sonst ist nicht so viel los gewesen diese Woche. Kommen wir gleich eben, ja, Winterfarm nächste Woche bei Tauben, wie gesagt. Müssten wir eigentlich dann so schon jetzt hier bei den Wocheninduktionen sein? Gehen wir mal zu den Wocheninduktionen. Was ist die Wocheninduktion? Und zwar müsste das jetzt ja auch schon die meisten mitbekommen haben, dass dieses Wochenende, wie auch bereits eingangs schon ein bisschen erwähnt, eben der Baby Boom Day wieder stattfindet, plus die dazugehörige Superfutter Sparaktion. Wie gesagt, ich habe auch ein bisschen gezüchtet, nicht großartig viel jetzt hier rausbekommen, ein bisschen eben, wie ist es denn bei euch, also habt ihr richtig reingehauen oder auch so ein bisschen hier weniger gelassen. Der letzte Baby Boom Day war ja vor rund, glaube ich, 3 Wochen, ist ja wiedergekommen. Okay, klingelt vor Weihnachten nochmal schön die Kasse, würde ich sagen. Ne, wie auch immer, so viel dazu. Dann wird nächste Woche am Dienstag, glaube ich, startet es und bis Mittwoch ist wieder der Happy Harvest Day, der fröhliche Ernte, Felderntetag. Da gibt es bei der Ernte von den Pflanzen jetzt hier doppelte Erfahrungspunkte. Okay, dass er wieder kommt, schön für alle, die den gerne haben. Ich brauche ihn nicht unbedingt, muss ich sagen, aber naja, ich glaube, da läuft auch Grusel nach Istern. Vom 17. bis 18. müsste das dann sein und dann Eintrag drauf oder am 18. startet dann auch das Weihnachtsevent. Also ein kleines Mini-Event, Mini-Event folgt dann dem großen Event, dem Weihnachtsevent. Also langweilig wird uns definitiv nicht und das langweilig Farmerama auch nicht ist, das hat jetzt hier auch netziger.de auch gesehen. Die haben nämlich einige 15 oder 12 Browser-Games wurde getestet und da hat Farmerama den 13. Platz belegt. Getestet wurde Spielkonzept, Spielart, Gameplay, technische Umsetzung, Community, alles dieses drumherum und Farmerama eben dritter. Erster ist Forge of Empires, okay. Zweiter die Siedler Online und dann Anno Online und Star Wars The Old Republic und Creepolis und so weiter und so fort. Ja, Farmerama dritter Platz, ich sag mal nicht schlecht, definitiv. Also netzige.de war mir jetzt vorher, muss ich zweifelhaft zugeben, nicht bekannt. Hat mir nicht vorher noch nie gehört, ehrlich gesagt. Jetzt kenne ich es, okay. Dritter Platz ist nicht schlecht, wenn man allerdings bedenkt, dass Farmerama 2010 den Lara Award gewonnen hat, 2012, glaube ich, wenn irgendetwas zum besten Browser-Game gekrönt wurde, ist der dritte Platz ja schon fast eine Enttäuschung. Nee, so will ich es auch nicht nennen. Also besser dritter Platz als gar kein Platz, würde ich mal behaupten. Gut, das auch noch als ergänzende Info dazu gesagt. Dann auch noch als ergänzende Info dazu gesagt ist eben, dass der Forum, wie angekündigt, dass man sich hier direkt im Forum jetzt hier eben nicht mehr anmelden kann. Vorher hier so das Fenster konnte man sich direkt einloggen, ist jetzt nicht mehr möglich. Hier steht bla und blub und da muss man ins Spiel eben vom Spiel hier klicki, klacke, kluck und da dann ins Forum und dann ist man erst drinnen. Und auch die Wartezeit, beziehungsweise nachdem man inaktiv ist und sich im Forum nichts mehr tut. Keine Ahnung warum, weil man eben da mal im Forum noch eingeloggt ist hier, aber eben nichts tut, schreibt irgendetwas, ist es normalerweise bis dato so gewesen, dass man nach 10 Minuten dann automatisch aus Sicherheitsgründen verständlich auch ausgeloggt wird. Das ist allerdings nach 10 Minuten schon ein bisschen kurz, deshalb wurde es auf 2 Stunden nun hochgesetzt. Gut, damit wären wir mit den News zu Farmerama durch. Darum gehen wir weiter, darum gehen wir zu den Gerüchteteilen, und zwar Gerüchte. Ein Gerücht, das ist schon lange im Raum, eben mit dieser dritten Insel. Wir gehen vielleicht diesmal damit wieder, sage ich auch jede Woche, aber wer weiß, irgendwann muss es auch mal kommen. Dieses Jahr wohl eher nicht mehr, nächstes Jahr dann irgendwann. Wann genau, das steht noch in den Sternen. Aber zu diesen ewigen Gerüchten, die eine halbe Ewigkeit brauchen in letzter Zeit. Geht es dann doch voran und man sieht, ach, irgendwann kommt es dann doch mal daher um die Ecke. Wie eben der Taubenstall, wie gesagt, Bildchen ist auch schon eine halbe Ewigkeit raus. Kommendes oder übernächstes Wochenende kommt er dann eben mit dem Stallmeister ins Spiel. Aber auch nicht nur hier die Taube hat lange auf sich warten gelassen, sondern auch beim Waschbär. Der normale Waschbestall ist ja schon im Spiel, aber die Upgrades, gelb und orange und auch die Werkstube eben, ist noch nicht da. Aber uns erwartet möglicherweise ein Waschbär-Event.
Ja, einige Gerüchte sind aktuell wieder im Raum. Das ist eine schöne Gerüchtewoche, war das, ich glaube, drei Gerüchte-Videos diese Woche hochgeladen. Also da ging richtig die Post ab. Grund eben, weil hier bei diesem Sticker ist ein Waschbogen. Lässt vielleicht zu so vermuten, vielleicht gibt es ja dann hier die Upgrade-Stelle zu spielen, beziehungsweise die Werkstube. Vielleicht kommt sowas Art wie eben wie bei der Hundewoche, wo sich dann eben die Hundestelle plus Upgrades zu spielen gab. Wer weiß, sind Gerüchte, aber wieso sollen sie denn nicht eintreffen? Dann eben ist auch bald Weihnachten, da sind ja eigentlich auch schon mehr oder weniger alle Bildchen jetzt hier raus, was wir tun müssen eben. Eventpflanze, Schleifen, Rose, Anpflanzen, Droppen, wird Geschenkpapier, man kann sich schnicke Items dann eben hierbei erspielen. Daher das Event auch dann am Mittwoch müsste sein, schon startet. Ja, gibt es nicht mehr viel zu grübeln, denke mal, wenn es wieder so sein wird, die FAQ kommt vielleicht gleich wieder 2 Tage vorher raus. Man wird sehen, hier noch ein schönes Bildchen zum Weihnachtsevent. Da rennt dann das Innendesign hier von 2011, sah es auch ähnlich aus. Okay, dann allerdings auch noch top neue Gerüchte, und zwar betreffend des Silvester-Events 2013, 14 überspringen sozusagen. Da haben wir auch, wir sind auch schon einige Bildchen raus hier von den Items. Dann wird man auch da wohl wieder Glücksklee anpflanzen sollen. Glücksklee gab es ja bereits im vergangenen Jahr beim Silvester-Event, und Hufeisen droppt wieder. Und auch beim Waschbär-Event vielleicht, oder irgendwie soll dann auch die Eisblume wiederkommen, also irgendwo Eventpflanze, wenn es dann so ist. Okay, sage ich nur. Mal gucken, wie man das jetzt findet, bleibt auch jedem überlassen. Und auch ein neuer Baum soll kommen, das ist dieser hier, und zwar soll das der Pinienbaum sein. Ja, der Pinienbaum wird es wohl sein. Ich war am Anfang irritiert, dachte Pinie ist ja schon im Spiel, und hab's dann verwechselt mit Fantasy Rama, denn da gibt's einen Pinienbaum nämlich. Ja, kann mal vorkommen, dass ich mich in Spiele dann hier vertäusche und denke, ach, da ist ja schon ein Spiel, und dann denke ich, da kommt wieder ein komplett anderes Spiel. Kann vorkommen, ja, kann vorkommen. Okay, das eben zu den Gerüchten, habe ich auch einige Videos rausgehauen, und sonst eben noch andere in Vergessenheit geratene Gerüchte. Das Video verlinke ich auch nochmal gerne, denn man sieht's. Jetzt kommen dann doch das eine oder andere. Irgendwann mal Taube kommt, jetzt vielleicht eben endlich mal die Waschbär-Upgrades, also irgendwann kommt es dann auch daher. Denn nur zum Spaß entwickelt Big Bang das Ganze nicht, um das schlussendlich nicht ins Spiel zu bringen. Okay, das auch noch dazu gesagt. Also viele, viele Gerüchte aktuell. Es war eine schöne Gerüchtewoche. Ja, gut. Damit wären wir jetzt nun auch bei meiner Sonstiges angelangt jetzt hier. Sonstiges, was gibt's zu sagen? Sonstiges, ach, eins noch, ach, jetzt hätte ich wieder fast vergessen. Und zwar eben noch kurz bevor Sonstiges. Und zwar, was ich ja auch seit vergangener Woche, glaube ich, ist es eben auch mache. Und zwar Win und der Fail der Woche. Beginnen wir mit, ja, Fail der Woche. Es war nicht unbedingt so ein riesiger Fail dabei für mich diese Woche. War eigentlich recht gute Woche, was ich allerdings ein bisschen wieder bemängle. Ganz ehrlich, ist eben, ist es unbedingt nötig, hier nochmal 10 Superdinge reinzugeben in den Adventskalender, frage ich mich, weil, okay, 5 Superdinge und dann noch 10, was kommt als nächstes in Türchen 23, 15 Superdinge oder was? Finde ich nicht unbedingt so wirklich toll, meiner Meinung nach, aber sonst irgendwie muss ich sagen, der Adventskalender bis jetzt eigentlich recht gut. Ananasgebäck auch nicht so unbedingt der Burner, aber sonst eigentlich recht gut. Wie findet ihr denn bis dato den Adventskalender? Würde mich mal interessieren. Aber sonst ist es auch eher das Einzige. Und ob Babyboom dieses Wochenende unbedingt auch wieder nötig war, okay, kann auch jeder sehen, wie er will. Gut. Dann kommen wir zum Win der Woche. Ist für mich definitiv, dass jetzt auch fix ist, dass diesmal eben bei Winterfarm nicht nur der Hauptacker, wie gesagt, und die Stadt im Winterdesign sein soll, sondern eben auch Landkarte, Wilde Wiese und Waldlichtung. Das ist für mich definitiv ein Win, finde ich wirklich großartig. Sehr schön, also wie gesagt, warten hat sich mehr als nur gelohnt. Bei anderen Sachen ist es vielleicht nicht so, aber da jetzt definitiv. Das auch noch dazu gesagt. Was ist denn euch in dieser Woche so der Win der Woche und so ein bisschen der vielleicht der Fail der Woche? Aber wie gesagt, diese Woche habe ich nicht wirklich was zu bemängeln. Eigentlich eine recht gute Woche. Es gibt keine Probleme oder sonst irgendwas. Daumen hoch dafür. Sehr gut. Dann kommen wir jetzt aber zu Sonstiges. Und zwar Sonstiges könnt ihr auch noch, läuft noch ein paar Stündchen, bis morgen. Und zwar beim Wochenendgewinnspiel Nummer 17, wieder durchgeführt von Köhler 7. Beteiligen, wenn ihr denn darauf Lust habt, gibt auch wieder schicke Sachen dabei zu gewinnen. Also macht doch mit, warum denn nicht? Und sonst habe ich auch wieder immerhin wieder mal 2 Let's Plays hochgeladen zu Rising Cities und zu Sky Rama. Hab auch endlich, muss ich sagen, wieder so ein kleines Special-Video hochgeladen. Und zwar zu den aktuellen Dingen in Famarama. Was denn alles so los ist, auch vieles ein bisschen aufgerollt. Wenn es euch interessiert, guckt doch mal rein und sagt mir, wie ihr es denn auch findet. Ich würde mich über Feedback, wie gesagt, sehr freuen. Hab ja auch hier
aktuelle News hier auch beim Video meiner Seite eben auch wieder gepostet. Auch eine kleine Umfrage, da könnt ihr auch beteiligen. Wie findet ihr denn, wie fandet ihr denn das Video? Gut, schlecht, wie auch immer bis jetzt, ist das hier sehr schön. Auf jeden Fall gut, auf jeden Fall. Wollt ihr mehr? Ja, dann ein auf Feedback werde ich auch sehr dankbar. Gut, das auch noch dazu gesagt. Sonst eben, ja, auch was ich vergangene Woche auch wieder gesagt habe, eben ich freue mich ja immer über auch einen Daumen nach oben und natürlich auch über Kommis. Und beim letzten Was bloß Ausgabe war es auch gleich wieder 6 Daumen nach oben. Wahnsinn, vielen Dank dafür. Und ich habe mich auch gleich wieder verwundert geguckt, als mein Waschbär-Video hier über 456 Aufrufe hatte. Wahnsinn, Hammer. Und genauso viele Aufrufe hätte sich auch Farmer Juro verdient. Und zwar eine tolle Nachricht für alle Videofans zu Farmerama und auch vergangene Zuschauer von Farmer Juro. Und denn der ist auch wieder back. Farmer Juro ist wieder da. Seine zweite Chance und Anführungszeichen, wie er es eben genannt hat. Wäre auch gerne bei ihm ge dabei gewesen in seinem Video. Allerdings hat es irgendwie technisch mit dem Ton nicht ganz hingehauen. Ich hoffe, wir bekommen das auch noch in den Griff. Gut, also da könnt ihr auch wieder vorbeigucken. Farmer Juro macht ja auch schicke Videos. Guckt doch mal vorbei, wenn es euch denn gefällt. Dann, ja, lasst vielleicht auch ein Abo da. Er freut sich definitiv dann sicher drüber. Macht ihr auch hier jetzt einen tollen Banner hier. Sieht auch recht schick aus. Also guckt doch einfach mal vorbei. Farmjoris ist wieder da. Sehr schön. Ich gucke ja auch neben mir. Ich gucke natürlich auch gerne Farmerama-Videos. Da freut mich das aus. Ich freue mich ja über jeden Farmerama-YouTuber. Schade, gibt ja nicht mehr so viele wie früher, was ich eigentlich auch recht schade finde. Aber naja. Gut, eine Bewegung sozusagen an euch. Macht doch auch mal ein Video, vielleicht kommt ihr auch in die Lust dann da mal rein, wieso denn nicht, könnt ihr auch mal ausprobieren. Nee, das nur so nebenbei dazu gesagt. Gut, dann natürlich auch bei den Adventskalendern auf farmerbook.de und auf farmeramacheats.de, da haben sich einige Leute sicher schon gefreut, die etwas gewonnen haben. Und ihr könnt ja auch noch gewinnen, jeden Tag eben bis zum 24. Dezember, so also macht doch mit bis dato. Glückwunsch an alle anderen, die schon was abgeräumt haben, das auch noch dazu gesagt. Okay, dann würde ich mal sagen, jetzt sind wir mit diesem Video durch. Jetzt gehen wir die Themen aus. Darum bedanke ich mich auch dieses Mal wieder fürs Zugucken. Freue mich aufs nächste Mal. Hoffentlich seid ihr dann auch wieder dabei. Und damit noch einen schönen dritten Advent. Naja, geht nicht mehr lange, aber ein paar Stündchen geht er ja noch. Einen schönen Start, guten Start in die nächste Woche, eine schöne nächste Woche. Okay, eine Woche für uns zur Schule und dann endlich Ferien. Vielleicht sieht es bei euch ähnlich gut aus. Gut, ist ja bald Weihnachten. Also, ciao, bis zum nächsten Mal. Bye bye.